Pummelhoff gegen Edgy Link. Ach ja, ich muss ja wieder kommentieren. Also Smash Prinzessin scheint nicht unbedingt im Vorteil zu sein. Pummelhoff bzw. Sibolo dominiert sie gerade. Smash Prinzessin, jetzt Bombe wegschmeißen und Sibolo trägt sie wieder auf Stage. 49% nur. Das könnte ein Freestock werden. Für Sibolo. Er hat nämlich klar die Führung hier. Aber es kann alles passieren. Wir spielen hier immer ein super Smash Brüder muss los. Guter Grab, leider kein Follow-up. Das heißt leider, ich müsste eigentlich für Sibolo sein. Ich meine, er ist in meinem Team. Und das war's. Das war ein Freestock. Lol, Smash Princess. Learn to play. Das ist nicht unbedingt die netteste Ausdrucksweise, würde ich sagen. Aber das war ein Freestock. Dann haben wir jetzt hier Yasaka. Yasaka. 3, 2, 1, go. Niemand muss SD'en. Oh, Yasaka. Muss ich noch einen Charakter aussuchen oder so? Bin ich nicht. Keine Ahnung. Ja, die Reihenfolge ist doch variabel. Variabel, never mind. Dann ist es halt Kane so. Let's go. Halt, Oz hier. Nicht Oz, meine ich natürlich. Not Oz. Er ist, alles nur nicht Oz. Pummelhoff gegen Link. Here we go again. Hm. Ich finde Pummelhoffs Downthrow-Animation ist so unfassbar lang. Der F-Smash hätte theoretisch sehr gut gesessen. Und das war nicht der erste Stock. Beide schenken sich gerade nichts. Recht even. Und das war der erste Stock für Sibolo. Aber natürlich holt er direkt auf. Gleichstand. Beide zwei Stocks. Sibolo mit einer Bombe. Halte ich für eine Bombenidee. Das hat nicht gekillt. Da hat Not Oz ein bisschen zu safe gespielt. Und wäre das ein easy Stock gewesen. Zero to Death sogar, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Keine Ahnung, das ist eine Sekunde her. Ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Ach, Exkremente. Nun gehen wir hier auf ein neues. Team Rocket blasting off again. Ich wette, er versucht die Abwehr. Oder den Abtilt. Er hat auch was mit Ab zu tun. Sibolo immer noch am Leben und das, obwohl er einen der leichtesten Charaktere im Spiel spielt. Mein Gewitter ist auch immer noch am Leben. Das war der Stock. 7-5. Ein F-Smash reicht leider nicht.
Da hätte eine Back Air, denke ich mal, safe gekillt. Es bleibt spannend. Da hätte, glaube ich, der F-Smash gekillt. Auf jeden Fall knapp. Ein knappes Match. NotOz versucht jetzt den Kill zu bekommen. Und da ist er auch schon. Das heißt, es steht jetzt 6 zu 5 und ich gehe rein. Warte doch bitte erstmal, bis die geleftet sind. Danke. Lutsch doch seinen Sippi, was? Ach Gott. Du hättest es dienen müssen, das gibt einen Strafstock. Strafstock. Komm jetzt. Neustart, weil du dich nicht SD'd hast. Scheiße, du hast jetzt nur noch 4 Stocks. Laut den Regeln. Nein, kein Strafstock. Wieso? Nein, kein Strafstock. Hatte einen Strafstock, oder? Neustart. Ja, keine Ahnung. Gulgas, so hatte am Anfang des Streams gesagt, wenn man aus sich nicht SD'd, bekommt man einen Strafstock. Ja. Sorry dafür. Wenn ich das sage. Strafstock. Das lässt sich leider nicht mit ihm machen. Verloren ist noch nichts. Er ist zweimal SD'n. Kann mir mal passieren, oder? Ja, mir passiert das auch ständig. Ich muss wirklich öfter darauf aufpassen. In dem Turnier hat es bisher jemals immer geklappt, weil ich maximal einmal SD'n musste. Bitte 2 SD's, danke.
Ah, der letzte Stock war unnötig. Ich hätte einfach die Abby besser punishen können. Müssen. Und ich hatte das die ganze Zeit vertauscht da im Layout. Scheiße. Das war my bad. Again. Mit der Leistung in dem Match war ich tatsächlich sehr unzufrieden. Hätte ich den Strafstock bekommen. Würde ich an deiner Stelle jetzt auch... Nein, okay. Schon gut. Egal. Let's go. Ich muss mich zweimal SD'en. Ich will Footstoolen. Egal, dann halt nicht. Was auch immer dieser Rakan ja will, ich habe keine Ahnung. Bin ich ganz schön concentrated. Snake ist immer ein anstrengendes Matchup, vor allem für Ridley. Scheiße, ich habe die Granate nicht bemerkt. Ganondorf gegen Snake ist ein sehr schweres Matchup. Ich habe schon des Öfteren gespielt als Ganon, aber nicht als auf Snake. Als Snake. Okay, ihr könnt loslegen. Das war ein SD. So, jetzt muss Fabi nur noch den Ganon-Side landen und er hat gewonnen. Die Frage ist, schafft er das? Oder versucht er ohne Ganon-Side zu spielen? Fabi sehr unsicher. Da ist der erste Hit. Prozent auf Snake. Fabi bereits bei 177 und da ist der erste Stock weg für Fabi. Fabi muss nur einen guten Smash treffen.
Yasaka schießt sich selber in die Luft, okay. Ich sehe Fabi klar im Vorteil, aber es kann... Und das war es. Damit hat Princess und RG verloren und die Schornsteinfeger sind weiter. GG ist an dieser Stelle.